Hallo Leute, Mr.NET ist wieder hier mit dem sechsten Video der Tutorial-Reihe. In diesem Video möchte ich zu meinen Karten, sobald ich draufklicke, eine Audiodatei abspielen. In unseren Assets habe ich bereits in den Ressourcen eine Audiodatei hinzugefügt. Wenn ich die Audiodatei abspiele, klingt das so. Also nichts Besonderes. Aber es geht ja nur um den Herzeigeeffekt. In meinem Kartenprefab möchte ich die Audiodatei jetzt einfach hinzufügen. Das heißt, ich nehme Add Component Audio und hier gibt es eine Audio Source. Die wähle ich aus. In der Audio Source können wir einen Audio Clip hinzufügen. Ich gehe in meinen Audio Ordner und ziehe per Drag and Drop einfach meine Audiodatei in den Audio Clip hinein. Danach drehe ich hier die Lautstärke etwas runter. Es kann sein, dass es beim Einschalten dann etwas laut wird. Nehmen wir 0,5, das sollte reichen. Jetzt muss ich in unser Skript. Also wir sehen, dass es jetzt da in unserem Prefab ein Component namens Audio Source gibt. Und über die Audio Source wollen wir unseren Audioclip abspielen. Deswegen gehen wir in das Skript zurück. Card Behavior. Implementieren einfach eine weitere Methode, und zwar private void play audio. Und hier greife ich über mein game object auf die Komponente mittels get component. Der Name der Komponente ist audio source. Audio source, da ist es auch schon. Und hier habe ich die Methode Play. Jetzt nehme ich die Methode und rufe sie einfach einmal auf bei OnClick. Ich speichere das Ganze, gehe zurück in Unity und starte mein Spiel. Verzeihung, falls es jetzt etwas laut war. Aber hier sehen wir, dass es noch Play on Awake aktiviert ist. Das schalten wir gleich mal aus. Ich speichere nochmal und starte nochmal mein Spiel. Wir sehen, dass beim Anklicken die Animation abgespielt wird. Die Audiodatei. Das Problem ist, die Audiodatei spielt weiter, auch wenn die Animation bereits beendet ist. Das möchte ich so nicht haben. Das heißt, es soll beendet werden, sobald die Animation beendet ist. In unserer Timeline, beziehungsweise im Animationsfenster, haben wir hier jetzt da schon eine Funktion hinzugefügt, die abgespielt wird, wenn die Animation den Mittelpunkt erreicht. Ich möchte jetzt aber, dass, wenn die Animation das Ende erreicht, mein Soundtrack einfach aufhört. Dazu benötige ich eine weitere Methode vom Typ public in meinem Skript public void end Animation. Und in dieser Funktion soll jetzt das Audio, das hier abgespielt wird, wieder gestoppt werden. Das heißt, ich kopiere mir einfach diesen Code-Teil hierher und sage nicht hier Play, sondern Stop. Ich speichere das Ganze, gehe zurück zu meinem Card Prefab, öffne die Timeline . Im Moment werden nur Read-Only-Properties angezeigt
Moment, das haben wir gleich. Ja, jetzt sind wir schon hier. Ich füge hier am Ende meiner Zeitachse, wo meine Animation beendet ist, eine weitere Funktion hinzu, und zwar die End Animation, die hier ganz unten ist, und speichere das. Ich gehe zurück in meine Szene, starte das Spiel und versuche es einfach einmal. Ja, wir sehen, sobald die Animation beendet ist, hört auch das Spiel, hört auch die Audiodatei auf zu spielen. Sehr gut, das war's für dieses Video. Ich hoffe, ich habe diesen Teil hier verständlich erklärt. Wenn ich etwas vergessen habe oder wenn etwas unklar ist, schreibt es einfach unten in die Kommentare. Und ich hoffe, ich sehe euch beim nächsten Video. Und tschüss!